Willkommen zur mittlerweile 51. Folge zu Let's Play Terraria. Ich bin jetzt hier gerade noch am Orikalkom Farm. Teclis wird gerade auswirtschaften, was ich noch alles zu gebrauchen habe. Hallo Teclis. Hallo. Und Teclis erklärt mir am besten nochmal, wofür wir nochmal das Orikalkom brauchen. Orikalkom brauchst du für die ganzen nächsten Rüstungen, die überhaupt gibt. Weil daraus werden so drei verschiedene Erze gebaut. Das heißt, wichtig ja. Für uns beide. Ja, immer so kannst du, ist es Orichalkum alleine? Chlorophyt. Chlorophyt halt, alleine schon ein Erz, immer wird mit dem Ektoplasma zu Spektrebaren geformt, immer kriegst du da mit den Pilzen. Ach so. Aus dem Pilzbiom kriegst du dritte Material daraus. Also müssen wir davon immens viel sammeln. Ja, vor allem die letzte Abbaugerät brauchst du davon auch nochmal 40. Ach du meine Güte. Das wird auf jeden Fall ein teures Unterfangen. Das sind allein 120 Barren und das sind allein 600 Euro Schalkum pro Person. Chlorophyt. Ja, Alter. Ja, Teclis hat so ein bisschen Verwechslungsgefahr mit Namen. Dafür kann er ja natürlich nichts. Aber ich werde mich trotzdem verpflichtet. Dazu verpflichtet fühlen, ihn immer wieder darauf hinzuweisen. Was so gerne. Ja, das ist so ein Moment, der versüßt mir total den Tag. Ich höre schon. Netter Versuch, Teclis, aber nein. So, nichtsdestotrotz, bin immer noch dabei, hier Sachen zu sammeln, damit wir einfach mal wieder leichter haben. Aber gut, okay, Trank ist aus. Ab nach Hause. Wie viel habe ich denn jetzt gesammelt? 180 Chlorophyt-Erze. Ja. Sollte machbar sein, oder? Für meine Rüstung reicht es garantiert. Deine noch nicht komplett. Puh. Hau ich mal die Lebenspunkte hoch. Puh. Ja, hab ich aber mehr schon, da musst du sowieso nachlegen. Ja, war ja wieder klar. Wie viel hast du? 375. 375, warum hast du schon wieder nicht geteilt? Weil ich das in meiner Farmwelt gemacht hab. Das ist beschiss. Du musst bedenken, du hast auch eine Farmwelt. Ja, also, aber dafür sind wir ja gemeinsam. Du musst bedenken, ich hab nichts in diese Welt hineingebracht, was wir zu dem Zeitpunkt nicht hätten haben können. Ich hab alles da gelassen in der Farmwelt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. In der Farmwelt habe ich nur das hier gefahren, weil ich hier auch farmen kann. Und das sind die Herzen. Finde ich trotzdem nicht in Ordnung, dass du mir die Herzen wegnimmst. Das hätte mir helfen können, weniger zu sterben. Puh. Okay, das wollen wir. Du bist länger hier drin unterwegs als meiner, weil deine Arbeit. Ach. Ja. Geht ums Prinzip, wenn wir zusammen spielen, spielen wir zusammen. Nur wenn du alleine spielst, dann ist es natürlich vollkommen. Jetzt hör doch auf, dich jedes Mal rausreden zu wollen. Ist halt so. Fertig. Meine Güte. Nee, so ich das nicht. Nee, so auch nicht. Ach ja, willst du Living Flame Dye haben? Was denn das? Also irgendeine Farbe, aber. Ja, keine Ahnung, warte, die neue Sektiste mal kurz. Was haben wir denn da? Nehmen wir mal hier das Gold raus. Und packen dafür Living Flame da drin. Du willst mich jetzt veräppeln? Wo ist meine Rüstung hin? Wo ist mein Kopf hin? Teclis, mein Kopf ist verschwunden und dann taucht hier öfters mal so ein Block auf. Gut, ich habe die erste verbackte Farbe gefunden. Oder du hast eine Farbe gefunden, die sich unsichtbar macht. Nein, eben nicht. Wenn du es hier sehen würdest. Sieht alles andere als natürlich aus. Wo bist denn du gerade? Bist du in deinem Turm? Ja. In meinem Turm, ja. Ja, guck mal. Für was sieht das für dich aus? Oder nach. Was sieht es für dich aus? Das ist ein Schimmereffekt drin. Siehst du denn dieses hier, dieses Rechteck genauso wie ich? Nein. Denn stimmt was mit meinem Spiel nicht.
Setz du mal. Übertragungsfehler. Genauso wie du dann hast, wenn da ein Trainer in einem Gebiet kommt, weil da eine riesengroße Fläche ist, wie den Okeanisch angezeigt wird. Setz mal die Farbe rein, bitte. Weil entweder ist mein Feld unsichtbar oder da unten liegt es. Da unten. Living Flame Dial, was da unten liegt. Setz das mal ein. Aber bei mir macht es was anderes als bei dir. Was macht das denn bei dir? Bei mir macht es kein Viereck. Du siehst bei mir immer noch so aus wie jetzt. Hast du dir jetzt schon... Was sagen? Was denn? Ach, ich hab lieber den Rainbow drin. Ich sehe nix, keinen Unterschied bei dir. Ich hab's ja noch nicht eingesetzt. Ach so. Living Flame Guy. Ja. Jetzt sehe ich dieses Viereck an deine Füße. Ach so, alles klar. Bei mir ist die Farbe auf jeden Fall verbuggt. Schade. Leute, das Ding davon ist verbuggt, ja. Leute von Relogic, bitte nachpatchen. Ach, das ist das Ding wahrscheinlich verbuggt. Oh, ist gerade Schneesturm hier? Ja. Ach so, ja, nur bei deinem Biom. Bei mir ist Regen. Alles klar. So, was macht jetzt eigentlich... Und ich wollte jetzt mal gucken, was ich nochmal mit dem Glückshufeisen machen kann. So, herstellen. Da kann ich mit einem Obsidian-Schädel... Eigentlich ja, nur der macht nur Immunität gegen Flammen. Also gegen Feuerstein und dergleichen, nicht gegen Lava. Okay, kann ja bloß... Macht Immun gegen Feuerblöcke, ja gut, okay. Das Hufeisen ist also fürs Erste nutzlos. Na gut. Das, früher gebrauchen können, ja. Wie kann ich eigentlich den Obsidian-Schild nochmal verbessern? Da kann ich ja wenigstens nochmal gucken. Den kannst du verbessern mit dem ganzen Buff, die Buff-Teilen. Mal gegen gegen die Buffs. Okay. Ankh Charm war das, was ich da noch hier brauchen könnte. Gucken wir mal schnell, ob ich nochmal Ankh Charm finde. Dann kann ich nämlich mich da nochmal ein bisschen verbessern. Ich brauche nur, wie gesagt, dieses eine Teil da. Den habe ich komplett. Das ist echt lange für diese verdammte Rüstung. Moonstone? Ist das das, was du brauchst? Nee, ist nicht das, was du brauchst. Mit Ankh Charm hast du nicht, wa? Wie sieht das aus? Ist so ein gelbe Teil irgendwie so. Sieht aus wie so eine Milchtüte. Mit einem roten Punkt drin? Ja. Die habe ich hier. Vitamine. Weil du Englisch spielst. Kann ich das haben? Na sicher. Cool. Krieg mal was von Techless. Ich brauche nur noch eine ähnliche Sache und das ist diese. Das man von Mumien droppt, wa? Genau. Nee, warte mal, das ist das Falsche. Warte, jetzt muss ich mal gucken. Hier, also. Ankh Charm. Und das sind Vitamins. Das ist nicht das Richtige. Kannst du gleich wieder zurückhaben. Schade. Obwohl, was kann ich mal mit Vitamins machen? Ja, da muss ich mir erstmal nochmal ein bisschen auseinandersetzen mit. Vitamine, was kann man da machen? Immunität gegen Schwäche und zerbrochene Rüstung. Oder brauche ich das? Armor Polish und das habe ich irgendwo. Das kann nicht sein, dass wir genau die gleiche brauchen. Ja. Dass ich da schon einen Teil mehr habe. Apü. Oder hast du die? Nee. Die Konterkurs Mantra brauche ich noch und das ist das Megafon mit Nazo. Und Nazo habe ich halt noch nicht. Ich kann dir sowieso gerade nicht folgen. Und daher. Passt schon.
Anschauen ist ein Komplettteil, was du da meinst. Und man aus allen Teilen zusammenbaut. Ach so, da kann man sie also doch craften. Na gut, okay. Und dafür brauche ich halt ein ähnliches Teil noch. So, warte, wo war das jetzt? Genau, wollte mal gucken, was man da braucht. Trifold Map. Immunität, Verwirrung, okay. Da kann man also auch noch mal was basteln draus. Ich bin jetzt echt verwirrt. Ich bin einfach mal meine Ektoplasma-Rüstung einfach mal verloren hier an mir. Bei Bedarf automatisch Mana-Tränke verwenden hast du schon, wa? Die Mana-Blume? Die habe ich schon sehr lange. Ist ja heftig, ist das. Anders kannst du den Magier später mal nicht mehr spielen. Du meine Güte. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Uri Schalkum für meine letzten Barren. Chlorophyt. Ja, hast recht. Wir werden es doch hinkriegen. Eher nicht. Nicht bei dir. Hopfen und Malz verloren in der Richtung. Hopfen und Malz verloren, genau. So, jetzt wollte ich aber nochmal gucken, was brauche ich dafür eigentlich, um das zu basteln? Wahrscheinlich brauche ich dafür den Mithril-Amboss. Genau, und den Ofen. Den du hast noch nicht, weil nämlich diese BNR-Zeit mir noch nicht in 30 Stunden verdauert. Ja. Hier liegt noch 7. Über ihn Schalkum Barren macht 6 Uhr Schalkum, oder? Chlorophyll meine ich. Chlorophyt. Und ich weiß es nicht, ich glaube, das war 5 oder 6. Instabil wird es sein. 6 müsste es sein, weil sonst hätte ich noch einen Barren machen können. Und ich stelle erst neben den Ofen. Ja, genau, jetzt sehe ich das auch. Also, man braucht für das Ankh-Charm braucht man Armor-Breaking, was ich habe. Den Medical Bandage, den Plan, Counter-Cast, Mantra und Bindfold. Bindfold habe ich aber schon. Du meine Güte. Alle zusammen, mehrfach. Da kann man dann Immunität gegen alles dann bekommen. Nicht gegen alles. Nicht gegen alles? Aber nicht gegen alles. Ach, nicht gegen alles. Versteinerung ist aber mit drin wahrscheinlich, wa? Ich glaube, kann sein. Kann man nicht alle durchlehnen, aber Gruppe war nicht dabei. So, nichtsdestotrotz, ich werde mal hier ein bisschen sortieren und dann muss ich wahrscheinlich nochmal losziehen. Hast du schon das Orichalcum rausgenommen? Chlorophyt. Geh nicht an deine Kisten, wenn du hier bist. Du gehst auch so an meine Kisten, wenn ich hier bin. Ich hab gesagt, wenn du hier bist. Naja. Naja, geh nicht an deine Kisten, wenn du hier bist. Du gehst aber auch so an meine Kisten, wenn ich hier bin. Das hab ich auch schon gesehen. Ist auch egal, wir sind ja ein Team. Dann hast du mich wohl erwischt. Ja, verarsch mich doch, ey. Gut, diesmal wird es aber eine kürzere Folge. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, mal gucken, wie weit wir denn da sind, werden wir noch mal ein bisschen was Interessanteres machen. Vielleicht werden wir noch mal hier das Lizard Dungeon besuchen. Weil da gibt es nämlich auch wieder ein bisschen Zeug. Ja, und demzufolge wünsche ich euch noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Erwin sagt Tschüss. Guck mal, ich bin Geist. Ciao.